So, hi Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir sind hier in dem Außenposten, den wir ja auch im letzten Part, glaube ich, übernommen haben. Moment. Wie heißt denn der nochmal? Hubert Shaw Kraftwerk, genau. So. Hier sind wir jetzt und sind, glaube ich, von einem Bär infiltriert worden. Eingeengt worden hier in diesen kleinen Raum. Oder auch doch nicht. Okay, doch nicht. Er ist weg. Gut. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Hauptmission wieder ein bisschen weiter. Haben ja in den letzten zwei Parts ein bisschen hier die Außenposten erobert und ein paar Tiere gejagt. Leoparden und den menschenfressenden Hai, durch den wir auch den Pfeilköcher maximal aufbessern konnten. So. Wir müssen jetzt aber nach rechts. Ja, yeah, nach rechts. Ich habe nach rechts gesagt. Ihr merkt schon, ich kann fahren. Das habt ihr schon beim ersten Part gemerkt. Ich rutsche hier mehr, als ich fahre. Aber egal. So. Oh, ich hätte dich fast überfahren, du. Du Hampel. So, dann. Ey, aufpassen. Der auserwählte Krieger hat Vorfahrt. Ey. 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 Es geht ab hier. Der Tempel hier kommt mir sehr bekannt vor. Es sind eine Menge Tempel hier. Nein, 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 nein. Raus, raus, raus. War's wieder mit dem Auto. Ist fast schon wie bei Cobra 11. Bei uns hält kein Auto. So, können wir hier irgendwie... Geht doch. Hier durch komme ich leider nicht. Warum auch immer. Doch, geht. Gut. So, beim Waldbrand wollte ich jetzt gar nicht verursachen. Ich wollte eigentlich nur zu Citra. Na, wo zur Hölle? Ich glaube, wir... Ja, komm. Wir reisen hier einfach hin. Was soll's? War zwar witzig, da jetzt runterzubrechen, aber wir reisen da jetzt hin. Kein Problem. C4-Ladungen werden in der Reihenfolge ferngezündet. In der du sie gelegt hast. Achso. Gut zu wissen. Ich dachte eigentlich, die werden auf einmal gezündet. Aber okay. Das ist gut zu wissen. Oh, was ist denn das da vorne eigentlich? Soll das ein... Sieht aus wie so ein chinesischer Löwe oder so, ne? Irgendwelche chinesischen Statuen. Ui. So, dann auf zu Citra. Ich bin gespannt. Sie hatten uns ja etwas von einem Riesen erzählt, aus dem diese ganze Insel hier entstanden ist. Als der auserwählte Krieger, also so jemand wie wir, ihnen den Kopf abgetrennt hat. Sind wir hier richtig? Sieht so aus, ne? Ja. Hallo. Lasst uns allein. Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich habe dir was mitgebracht. Ist soweit. Trink. Es ist giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Folge dem Pfad. Ach du Kacke, wir haben uns jetzt selbst so ein Zeug pfiffen oder was? Was wird denn jetzt passieren? Jetzt bin ich mal gespannt. Ach du Heilige. Kommen wir hier hoch? Nee, kommen wir nicht.
du Heilige. Ach du Kacke. Was machst du denn hier? Haben wir den nicht in der Höhle gesehen, als wir den Dolch geholt haben? Hui. So, du kannst mich mal. Na komm, versuch's doch. So, wir sollen also hier diesen... Hä? Wo ist der? Was haben wir denn? Was sind das für Leute? Was sind das für Typen? Ich habe keine Ahnung was, aber ich sehe hier rein gar nichts. Boah. Irgendwelche Schattenkreaturen. Bitteschön, in your face, mein Freund, hä? Ja, willst du noch was? Ach komm, kannst du noch was ertragen, hä? Dann müssen wir da irgendwie warten oder so? Das ist jetzt die Frage, ne? Also ich denke mal, wir müssen es wie der Krieger machen. Dass wir ihm den Kopf abtrennen. Nur wie ist diese verdammte Frage? So, ich fülle mir erstmal mein Leben hier auf. Ja, was denn los? Ah, okay. Verstehe. Wir sollen diese Kugeln also abschießen. Wo ist denn der? Ach, da. Fuck. Das ist schwierig. Ey, das ist fast unmöglich. Besiege das Tartau-Monster, ja. Gar nicht so einfach. Never, never. Du killst mich jetzt nicht. So, das wollen wir doch jetzt mal sehen hier. Das wollen wir jetzt mal sehen. Bitteschön. Sag mir, wer ich bin. Du bist ein Krieger. Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient.
Du spürst das Tatar. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Auf der ganzen Insel versklaven Barsch und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Barsch zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Das werden wir auf jeden Fall. Das war anscheinend so eine Art Zeremonie. Also wenn wir es überleben, und wir haben es überlebt, sind wir der Anführer der Rakyat und der auserwählte Krieger zugleich. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt machen müssen. Rache. Okay, Rache ist also der neue Abschnitt. Ich glaube, wir rüsten eben mal unsere Fähigkeiten aus. Und dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Mit was? Was ist das denn? Schwerer Niederschlag. Drücke F, um einen Flammenwerfer oder MG-Schützen zu erlegen. Ey, das ist gut. Das ist sehr gut. Das nehmen wir. Sofort. Genial. Sehr genial. Das hilft uns auf jeden Fall. Das brauchen wir jetzt auch hier. Was ist das? Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Noch eins. Ich weiß nicht. Brauchen wir das jetzt schon? Was haben wir denn hier noch? Pfennigfuchse, du findest mehr Geld beim Durchsuchen von Gegnern. Ich weiß nicht. Schnelleres Wechseln. Stabilität. Ich glaube, wir... Was ist denn das hier? Mit F kannst du zwei Gegner an einem erklimmbaren Kant über dir ausschalten. Wow. Sehr cool. Ich glaube aber, wir nehmen hier erstmal diese Seilrutsche da. Das haben wir nämlich schon oft... Hätten wir schon oft gebrauchen können. Beim Stützen. Ja, das brauchen wir dann als nächstes. Ich stütze sehr oft. Das brauchen wir auf jeden Fall als nächstes. Aber als nächstes gehen wir hier auch neue Fähigkeiten. Was? Wir haben neue Fähigkeiten wieder zur Verfügung. Gut, als nächstes gehen wir auch davor und schauen mal, wo was sich herumtreibt. Und nehmen anschließend Rache an ihm und an seinen Taten. Also bleibt dran, Freunde. Und danke fürs Zusehen.